Hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Radsport Manager 2016. Und ja, wir machen eine Pro Cyclist Karriere. Wir nehmen diese tolle Datenbank, die eigentlich sehr gut funktioniert, und erstellen ein Spiel. Jetzt Pieter Charles. Ja. Oh, Adam Bonus. Ist auch schon ein lustiger Name. 55 Kilo, ne? Okay. Weiß Bescheid. Carlo Ibrahimovic. Oh. Oh. Ey, das. So, wir sind jetzt Zlatan. Wir sind Zlatan. King of Sweden. So, das muss ich jetzt einfach machen. Eigentlich wusste ich schon, was ich sonst gemacht hätte. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht die Originalwerte nehmen. Da stellen wir uns einfach mal leichter. Weil wir auch schon hier. Ja, keine sieht so aus wie Zlatan, außer Zlatan. Deswegen, ja, das sieht doch aus wie Zlatan. Ja. Das passt doch. Das ist Zlatan. Zlatan ist natürlich ein großer Champion. Ja, also. Nee, Zlatan wäre eigentlich gar nicht mehr in diesem Ranking, aber naja, wir sagen schon mal, großer Champion, 19 Jahre, womit wir es schon entwickeln können. Ich glaube, wir nehmen Climber. Climber ist gut. Und dann später bei den großen World Tour Sachen, ja, und so weiter. Aber das Ding ist halt auch, ja, dass wir da das Problem halt haben werden am Anfang, dass die schlechten Rennen nur Sprinterrennen sind, quasi. Zum großen Teil. Ich glaube, vielleicht nehmen wir auch Bonchur. Ja, haben wir hier einen guten Hügelwert. So, ja. Doch, das würde ich sagen, das kann man machen. Oder Etappenfahrt. Ja, dann haben wir aber so gute Zeitfahrwerte. Ein anderer wäre mal eigentlich schon wichtiger. Beschleunigung ist aber viel zu niedrig. Wir könnten auch sagen Ausreißer. Na gut, ausreißen, ne? Fände ich jetzt aber nicht so gut wie zum Beispiel beim Puncher. 69er bestanden. Wir nehmen Zlatan Ibrahimovic, King of Sweden. Ja, wir sagen. Ja, genau. Also, Zlatan hat seine Fußballkarriere beendet und ist dann fleißig auf die Sonnenbank gegangen und hat sich hier so einen schönen Farbton zugelegt, als er dann in den Radsport reingestiegen ist. Natürlich hat er ist für immer noch ein Kind. Ne? Ja, wir sagen 19 Jahre. So. Wir haben hier drei Teamangebote. Natürlich, jeder will King Zlatan haben. Aber wir kriegen hier nicht die allerbesten Angebote. Ja, eigentlich müssen wir zum besten Team gehen. Ne? Grabpack Professional Cycling. Ja, zum besten Fahrer ist natürlich jetzt nicht so erstrebenswert. Hier werden wir halt. Ja, hier werden wir auch. Als Puncher. Ja, ich würde sagen, es ist ein großes Team. Das klingt doch gut. Avanti. Wir sind auch nicht allerschlecht. Es ist auch noch Continental. Werden wir einfach Rennen bekommen. Für den Anfang ist das doch sehr praktisch. So, Zlatan Ibrahimovic. King of the, oh, das sieht schon so. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Willkommen im Pro Cyclist Modus, ja. Ist mal bekannt. Doch, wir müssen eigentlich so stehen, weltberühmt. Ist er ja auch so. Muss man mal näher ins Mikro. Ich muss nochmal hier was einstellen: Grafiken. Ich habe gerade nämlich schon versucht, eine Folge aufzunehmen. Das lief aber leider nicht so gut. Muss man also die Einstellungen runterschalten, wenn ich. Privat drücke, dann habe ich hier gar keine Probleme mit den Einstellungen. Allerdings war das in der Aufnahme ein kleines Problem, dass halt das hier nicht funktioniert hat. Wir schalten hier mal die Lautstärke ein bisschen runter, damit man mich auch noch hört. Ich so gucken, ja, hier habe ich auch noch die Lautstärke so hoch. Jetzt übertönt er mich hier total. Das will ich ja nicht. Ja, ich denke mal, das passt so.
Weiß nicht, ich habe noch nie auf diesen Werken gespielt. Ich muss mal gucken, ob das noch passt. TV, also damit hat es eigentlich schon super funktioniert, oder? Nehmen wir einfach mal TV. Und dann werden wir mal sehen, ob das jetzt dieses Mal mit der Aufnahme besser klappt. Ansonsten wäre ich echt angepisst. So, wir haben erstmal gar keinen Rennen, toll. Außer Chips machen wir nicht mehr so. Abgelehnt, toll. Toll, toll, das wäre vielleicht ein Rennen für uns. Das wäre echt ein Rennen für uns. Könnten wir schön in der Ausreißergruppe gehen, da können wir nicht mitmachen. Weil wir ja noch kein Rennen gewonnen haben. Ja, das sieht doch mal nach was aus für uns. Das können wir auch vielleicht machen. Das sieht jetzt eher weniger nach uns aus, die sind wir auch nicht angemeldet. Tut der Wagen, wie soll ich da mitnehmen? Das verstehe ich nicht. Voltao, Aledeo, Montejo, keine Ahnung. Wir kann die Etappe eigentlich für uns. Tour meint natürlich. Für eher was für uns sagen. Sind wir auch nicht dabei, für ein anderes Rennen gesperrt. Wissen das? Ach so. So könnte ich das machen. Mit 12 Punkte kosten. Ne, das kann ich nicht machen. Tour de Normandie ist auch richtig unnötig. Ach ja, schon wieder echt. Ich bin motiviert wie nichts Gutes so. Ein Punkt. Und da machen wir auf jeden Fall mit. Das ist eine U23 Tour und upsa. So, dann bin ich ans Mikrofon gekommen. Ich hoffe, man hört mich auch gut. Hat vorhin nicht gerade perfekt geklappt. So, das Mikrofon. Sorry. Ein bisschen umstellen. Ich will ja auch sicher gehen, dass man mich gut versteht. Sorry, alles gut, alles gut. So, wir werden ja, wie gesagt, erstmal ein bisschen was einstellen. Das kann ein bisschen dauern. Wir sind jetzt, glaube ich, gleich angemeldet für dieses schöne Rennen. U23, da kann ich vielleicht noch was holen. Ja, das kann man auch mal mitfahren. Ist nicht, ja, gut, das passt. Wir fahren schlechte Fahrer mit. Ja, das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Berner Rundfahrt, das könnte man auch machen. Kostet auch nur 3 Punkte. Dann machen wir mal. Ja, das machen wir auch mit. Das muss schon ein anderes sein. Wir müssen ja bei dieser schwedischen Tour da mitmachen. 12 Punkte sind das auch schon. Ja, machen wir 12. Okay. Jetzt habe ich irgendwas hier verhauen, sollen wir das nicht. Dann das wo kann ich jetzt raus? Okay. Ich komme jetzt gerade nicht mehr mit dem, was ich hier eingestellt habe. Ja gut, also mit meinem Mikrofon, das klappt echt mehr als nur super. So, ich habe jetzt hier eingestellt, Scandinavian Race in Uppsala. Das ist natürlich toll. Das machen wir. Trofeo, Piva. Ach, Berner Rundfahrt wollte ich. Ja, genau. Und die ist weg. Tour of Japan. Muss man, glaube ich, da mitmachen. Lotor Wales, das. Ah, das sind so Ziele von unserem Team. Habe ich halt keine Punkte mehr für. Kann ich jetzt auch mal übernehmen. Ja, hier haben wir gar nicht übernommen, ne? Cool. So, passt da alles? Ne, da passt doch alles. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier auf die Trainingsseite. Ich glaube, wenn wir von Schöer weiter trainieren oder Ausdauer geht gut, das ist praktisch. Schleunigen mit Hochsprung geht auch ein bisschen hoch. Hügel geht hoch, das ist super. Wir können auch Climber zum Beispiel anstellen, geht hier auch noch die Zähigkeit wieder hoch und die Regeneration. Okay. Berg vor allem. Zeitfahren auch irgendwie. Nee, das nicht. Das ist ja schon gegen entschieden. Etappenfahrer kann man auch mal ein bisschen trainieren, ja, aber dann geht auch das Zeitfahren so was.
ich schon ein bisschen Verschwendung finde. So, dann sagen wir einfach Puncture. Unser nächstes Rennen war am 3.2. Oh, ist noch ein bisschen hin. Um genau zu sein, ein Monat und 2 Tage. Und hier ist unsere eigene Interpretation von Zlatan Ibrahimovic am Start für Avanti. Unser Puncheur. War ganz gespannt, wie das so funktioniert. Mit Zlatan Ibrahimovic als Puncheur. Muss ja echt starke Beine sich antrainiert haben, aber also kann man ja nichts anderes sagen. Passen wir in den Kalender, was er schon macht. So, dann nehmen wir erstmal 2 Wochen für nächstes Rennen. So, wir sind aufgestiegen. Wahrscheinlich ist hochgegangen. Ich hab schon was hochgegangen. Was denn? Hochgegangen, eben noch hochgegangen. Ja, jetzt sind wir einfach noch. Sehr kalt. 2. Vielleicht werden wir noch ein bisschen das Training nochmal umschalten. Schwenningen ist aber auch na gut, ne? Okay, das zündet auch alles 3 eigentlich. Ist auch gut. Ich würde sagen, wir trainieren weiter von Schwer erstmal. Tour de San Luis. Eine ganz bezaubernde Tour. Ja, der King of Sweden, alle. Dieses Trikot, das muss der früher oder später mal tragen. Also ansonsten verliere ich den Glauben in dieses Spiel. Ja, wir simulieren hier und simulieren hier und sind gleich angekommen am Tag, nehmen die Herald's Tour beginnen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch aufnehmen soll. Ich gucke gerade so auf die Uhr. Deswegen noch neben dem Mikrofon gemeldet. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, die ich glaube ich auch noch am gleichen Tag raushauen werde. So, jetzt haben wir hier die Herald Sun Tour und damit verabschiede ich mich schon erst einmal mit Zlatan Ibrahimovic von diesem schönen Pro Cyclist Modus, den wir hier angefangen haben. In der nächsten Folge gibt es das erste Rennen. Jo, und bis dahin. Ciao, ciao.